Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Opening, zu einem neuen Battle. Denn wir sind ja immer noch nicht so ganz einig geworden, wer von uns der bessere Battler-Opener ist. Denn wir haben wieder den guten Dario dabei. Schön, dass du da bist. Servus, servus. Guten Tag, moin, was man nicht alles sagen mag. Ich bin heute am Start und hab Bock auf ein paar Retro-Booster, habe ich gehört. Ja, Mann, denn wir machen heute diese wunderbare Raikou-Tinbox auf. So, Fokus hier. Du bist da. Und wir haben die Suikun-Tinbox schon beim Dario auf dem Kanal aufgemacht. Und ich sage euch eins, das Opening war krass. Es war wirklich super geil. So sieht's aus. Das war echt spektakulär. Hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Definitiv. Und deswegen, schaut da auf jeden Fall auch vorbei, wenn ihr nicht ihr vom Dario kommt. Ich weiß es ja nicht, ne? Aber war mega geil. Und ich hoffe mal, dass diese Box hier annähernd gleich krass wird. Weil wir haben hier geile Packs drin. Ihr wisst ja, ich liebe dieses Vintage-Zeug. Wir lieben dieses Vintage-Zeug. Und sowas von, ey. Ja, ich würde sagen, wir fackeln eigentlich gar nicht so lange rum, ne? Und, wir öffnen den Lachs. Genau, ich würde mal sagen. Weißt du was, du durftest bei mir, aber ich durfte bei dir auf dem Kanal erklären. Das heißt, du darfst es bei mir erklären. Leute, ganz einfache Regel. Wir haben ja keine Rainbows, keine Gold Secret Rare Karten oder sonst was. Wir haben uns mehr oder weniger überlegt, okay, Holo-Karten bringen einfach 2 Punkte. Wir haben dann noch Reverse Rare Karten, die ebenfalls einen Punkt geben. Oder haben wir 2 gesagt? Punkt oder 2? Für die Holos 2, für die Reverse Rares 1. Genau. Reverse Rare 1, Holo 2, Level X bringen dann halt auch nochmal 3 Punkte. Und Shiny oder Secret Rare Karten bringen dann in dem Sinne 4 Punkte. Dazu zählen natürlich auch Legendenkarten und Shinies aus Platin-Sets oder ähnliches. Prime-Karten bringen auch nochmal 3 Punkte und Level X halt auch 3. Das sollte, glaube ich, alles sein. So. Yes. Sehr schön. Vielen Dank. Das sollte, glaube ich, passen. Ja, kein Problem. Natürlich top vorbereitet hier. Man hat es gesehen, als ob ein Lehrer sagen würde, yo, trag mal jetzt hier ein Referat vor. Ups. Das ist quasi, ich muss dich nachts wecken und dann musst du das können. Hattet ihr das in der Schule auch oder jetzt in der Uni? Weißt du, wir hatten die Mitternachtsformel. Da haben sie uns die ganze Zeit gesagt, ja, wenn wir euch nachts wecken, ne? Huch, jetzt habe ich meine Kopfhörer rausgehauen. Wenn wir euch nachts wecken, dann müsst ihr diese Formel im Schlaf können. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Läuft. Hier sind andere Packs drin, ne? Entfesselt ist hier drin, sehe ich. Ja, genau. Jedenfalls, ich wollte nur sagen, du hast Dennis auf jeden Fall würdig vertreten. Der kann ja heute leider nicht dabei sein, weil wir ja, wie gesagt, eine größere Differenz haben und deswegen hast du das gerade. Dennis, wir lieben dich trotzdem. Komm nächstes Mal bitte wieder her. Wir vermissen dich. Ich muss nächstes Mal auch wieder 2 besiegen anstatt 1. Oh, ey. Also nein. Ja, letztes Mal habe ich gewonnen auf eurem Channel, ne? Also würde ich gerne mal angemerkt haben. Ja, aber ich würde sagen, diesmal ist alles ein bisschen anders als letztes Mal. Okay. Hier nochmal die ganz geilen Promokarten. Ich liebe sie einfach. Die sind wunderbar. Die sind wunderschön, ja. Und du hast gesagt, die wären ja theoretisch im Call of Legends Set gewesen, beziehungsweise sind im Call of Legends Set. Ich weiß genau. Also die Shinies mit dem Silber-Goldrand sind halt in Call of Legends drin. Und wie du sehen kannst, hier an der Hand der wunderschönen Tin, haben die, sag mal, die sind leicht gedamaged bei mir. Leider. Ja, gut, das sind sie eigentlich leider immer. Ne? Wir kennen das Problem. Ja, so. Wunderschön, ey. Und wir haben richtig, richtig geile Packs. Wir haben Hard Gold zu Silver entfesselt. Wir haben ein Platin Arceus, noch ein Platin Arceus, beziehungsweise Arceus, wie man auch immer aussprechen möchte. Dann haben wir ein Platin Ultimative Sieger. Ich habe diesmal das Glurak Artwork. Sehr, sehr nice. Ich habe diesmal das Knarkrak. Und ich würde sagen, das wird auch wieder hier den Sieger besiegeln. Okay. Willst du starten mit Arceus dann? Oder mit ja, was? Ich würde sagen, wir machen Arceus, dann machen wir Hard Gold, nochmal Arceus und dann ultimative Sieger, würde ich immer so sagen. Okay. Wer soll anfangen, Sascha? Sag's an. Ich fange jetzt an hier. Ich fange an. Du hast score, vorgelegt. Alter, der Erste ist der erste Verlierer. Bin ich mir nicht so sicher. Mal hier. Oh, holy shit. Wie auch bei dir auf mein Cape auf. Wie auch, jetzt wird's schwierig. Der Hero los, wird hier sein Cape aufsetzen. Ne, wie bei dir auf dem Kanal. Wir müssen auch mal an den Karten riechen, weil die riechen wirklich viel besser als die neuen. Ja, ist halt ehrlich so, Leute. Ihr könnt euch einen so einen Booster kaufen, dann einmal hängt ihr den ganzen Abend einfach nur da und seid einfach im Retro-Feeling. Es ist wunderbar. Ja. Es ist einfach wunderbar. Was willst du eigentlich Leuten erklären, was wir im Internet machen? Ja, wir machen so Videos, wo wir an Karten riechen. Super geil. Ja, so. Du, es gibt auch Leute, die ins Mikrofon schmatzen. Also da finde ich das noch irgendwie Stimmt besser. Allerdings. Stimmt allerdings.
ASMR lässt grüßen. Übrigens an mit einem Schnuppuck. Und du hast bei dir auch mit einem Schnuppuck angefangen. Ich weiß ja nicht, ob das ein Vorbote ist. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Ein Spoiler. Oh. Lol, das Bronson hatte ich auch im ersten Pack, glaube ich. Ich habe noch einen Schnuppuck. Jetzt bin ich schon so ein bisschen gehypt, ne? Jetzt ist er am Schwitzen. Da muss er sich gerade mal so den Schweiß von der Stirn holen. Jetzt bin ich schon wirklich am Schwitzen, Alter. So, Kleinstein. Ein Orgelbunkel sucht wieder Stress. Sehr ja, schön. Ja. Nein! Oh, es ist doch kein... Ah. Das ist nicht das Shiny, aber ich glaube, in dem Set gibt es das Shiny Ponyta. Ja, genau. Die hatte ich sogar bis vor kurzem auch noch hier gehabt. Super, super schön. Sehr leider stark. Kein Punkt. Und komm, erstes Pack. Ich muss hier gut vorlegen. Freu dich nicht zu früh. Nur ein Pichu. Bruder, alles okay. Ich sag dir, mein Brutalander, ey, das werde ich jetzt auseinandernehmen. Oh, da bin ich mal gespannt. Brutal auseinandergelegt mit einem Brutalander. Brutal werde ich dich auseinanderlegen, oder? Nee, heute nicht. Aber deine Wortspiele, die werden dir gleich vergehen, ich sag's dir. Ich werde jetzt hier vorlegen mit deiner Bur Madame, wie du letztes Mal schon bei mir sagtest. Ich habe ebenfalls das Ponyta, wie du auch. Wingull, Shinox, Glumanda, Gagabor, Helix Fossil. Dann habe ich die ultimative Zone. Ist jetzt eine Reverse-Trainerkarte. Und das war jetzt nicht so Sache tatsächlich. Das ist mein Schlappohr normal. In oh, ein schlappes Schlappohr. Also finde ich, mein Pichu war schon ein bisschen süßer. Übrigens, wir haben was vergessen. Es gibt natürlich hier einen kleinen Wetteinsatz, beziehungsweise einen Einsatz, denn derjenige, der gewinnt, kriegt die beste Karte vom Verlierer. Ja, Leute, das ist so, kennt ihr das noch von damals Yu-Gi-Oh! Battle Tournament oder sowas? Die ganz alte Yu-Gi-Oh! Staffel, da hat auch mal der Gewinner, wenn ein Duell gewonnen hat, die beste Karte vom Verlierer bekommen. Fand ich mega geil. Kennst du das noch oder hast du es damals so geguckt? Das war Yu-Gi-Oh! Ne? Ja, es war Yu-Gi-Oh! Das, keine Ahnung, zweite Staffel? Irgendwie so war das. Ich war ehrlich, ich mache mich jetzt bestimmt unbeliebt, aber ich war nie ein Yu-Gi-Oh!-Kind. Was? Ja, wirklich, tut mir leid. Ich war schon immer Pokémon. Weißt du, da damals, okay. meine Mom hat mir mal das erste, was ich mit Sammelkarten in Berührung war, das war so ein Deck mit irgendwie der weiße Drache, das war das nochmal. Okay. Kennst du den noch? Und, ja, klar. Danach habe ich mir gesagt, nee, Pokémon beste. Und dann. Ja. Also bei mir war es umgekehrt. Erst Pokémon, dann Yu-Gi-Oh!, dann später nochmal Yu-Gi-Oh! Irgendwann, keine Ahnung, das war vor 3 Jahren, da war ich noch auf der deutschen Meisterschaft und alles. Also, ich habe sehr, sehr aktiv gespielt, was das angeht. Läuft, richtig gut. Ich hab auch aktiv mehr oder weniger damals gespielt. Ich habe noch eine. Habe ich die hier? Nein, die habe ich gar nicht hier, die habe ich im Studio. Ich mache jetzt erstmal das Pack, bevor wir jetzt hier die ganze Zeit machen am Rumlabern sind. Auf, genau. Und auch hier die Hard Gold Star Silver Karten. Ey, Leute, ich liebe einfach diese Artworks. Wunderschön. Oh, Kikugi, ein Lavita, was gerade so aus der Höhle rausgekommen hat. Oh, super nice. Sick mit dem Turm im Hintergrund. Komm, jetzt mal eine Prime-Karte. Ich will eine Prime-Karte sehen. Eine Prime-Karte kriegst du nur in Hard Gold. Ja. In allen Hard Gold zu Silver-Sets. Ach so, stimmt. Du bist ja gerade bei Hard Gold. Ich bin gerade voll bei Platin noch, weil ich auch gerade Platin geöffnet habe. Sorry. Komm. Legend. Ja, immer eine Holo. Sehr nice. 2 Punkte für mich. Ding, 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 ding,
Da okay. geht er in Führung. Guck es dir an. Da glitzert die Karte. Leute. Props an dich auf jeden Fall. 3 Punkte in einem Pack. Props an dich. Ah. Danke, Mann. Danke, Mann. Aber nur für das Props Pack. Props and appreciated. Ah ja, macht er den hier. Okay, dann würde ich sagen, mach's besser. Mach's besser. Ja, ja, ich versuch's. Ah, so eine Nostalgie-Laberstunde hier, ey. Richtig schlimm. Warte, ich hab's noch gar nicht getan. Ah, ja, oh. Es ist einfach, Leute, es ist wunderschön, gönnt es euch einfach. Wir sind keine Spasten oder sonst was. Tut es einfach selber. Ihr werdet den Geruch erkennen und dann werdet ihr euch einfach 15 Jahre... Ja, ihr werdet einfach wieder in der Vergangenheit sein. Ja, genau. Das ist einfach oder so winzig klein, so plupp. So. Ja. Dann auf jeden Fall, das passiert auf jeden Fall, das wäre ganz klasse. Guck mal, das Kaufhausmädchen habe ich, das wird mir jetzt hier den Sieg auf dem Silbertablett bescheren. Heiß. Okay. Bin ich mir sehr, sehr sicher, Bonita. Oh, holy shit, Alter, okay. Ich habe gerade eine Notification bekommen, das hat mir das Trommelfell rausgeballert. Okay, Dagula. Scheiße. Schnäppke kommt, vielleicht ein Arceus. Dammit. Alpolo, okay. Und. Ein Luxtra Holo. Ja, ist Holo. Ja, das LOL, ist Holo. Wie viele Holo-Karten? Alter. Also, ich will ja nicht pushen oder spoilern, aber man kriegt lit super viele Holos aus den alten Packs. Was eigentlich super gar nicht viele. So normal ist. Was gar nicht so normal Nein. ist. Beziehungsweise ich... holy shit, okay. Also, Leute, gönnt euch die Platin-Sets. Die sind auch noch nicht so teuer, muss man sagen. Auf Kartenmarket, Amazon oder sowas kriegt man die auch noch unter 10, unter 7, wenn man da gut was findet. Keine Ahnung, aber gönnt euch die. Ja, Mann. Wenn ihr die Chance habt, natürlich in Tints, dann sind sie nicht abgewogen oder sonst was, ne? Wisst Bescheid. Also, kann ich euch nur empfehlen für alle Leute, die auf die Nummer sicher gehen wollen. Ihr merkt ja, wir haben ja auch 2 Tints, jeder A, und wir haben bisher ganz gut gepult, muss ich an der Stelle sagen. Wir starten Definitiv. Mit einem Luxio. Dann haben wir ein Reptane. Expertengurt. Makuhita. Der war gut damals, der Expertengurt. Der Expertengurt? Mhm. Okay, krass. Pikachu. Wingull. Nasgnet. Ich glaube, jetzt kommt die Reverse, Alter. Bist du gespannt? Ja, Mann. Oh, Junge, was ist hier los? Kann doch nicht wahr sein, Alter. Ich meine, ich freue mich ja für den geilen Puls, ne, aber... Oh, Junge. Die Karte habe ich damals am allerersten Arceus-Booster gezogen. Oh, super nice. Gehypt. Also, die ist schon krass am Glitzern halt auch überall. Das ist sehr stark. Okay, wir haben immer noch eine Karte. Ich zeige sie dir zuerst. No Reaction Pack. Was ist es? Ein Vogel. Helipa, wow. Genial, Alter. Aber nochmal 2 Punkte durch den Arceus. Die nehme ich mit. Du bist jetzt einen Punkt voraus, ne? Du hast 2. Ich habe ja noch eine Reverse Rare gezogen. Also was? Ich bin bisher bei 5 Punkten. Du bist jetzt bei 5. Ja. Ja, ich bin bei 4. Also einer. Hast du 2 Holos? Tatsächlich. Ja. LOL, okay. Ja doch, dann ist es nur ein Punkt. Stimmt. Erstmal ein Punkt und jetzt dann haben wir ultimative Sieger, was den ultimativen Sieger küren wird. Also, ich will ja nicht pushen, ne? Aber eine Ultra Rare wäre noch krass. Bei beiden halt, ne? Vielleicht ein Glurak. Und wie du schon sagtest gerade, Cyrus Glurak wäre gigantisch. Aber bitte als Level X-Karte hier, ne? Ja, sicherlich doch, Es wird spannend. Oh, ein Rotom. Okay. Die verfolgen uns bis hierhin, die Rotoms. So. Die Rotoms, Alter, die sind mega. Ein Clay-Plusel. Oh mein Gott. Play-Doh-Artworks. Ja, Sick. Mann. Krakelo. Oh, super episches Staralili. Richtig meisterhaftig. Ein Kling. Kling, Plim. Kling, Plim. Sandan. Oh. Ich will hier was Gutes rausziehen, ey. Das kann ja nicht sein. Komm schon, Shiny jetzt. Ein Shiny. Ninkada. Ah, Ninkada. Ich hasse dieses Artwork. Es tut ein bisschen weh gerade. Komm, jetzt mindestens ein Holo. Mindestens ein Holo. Komm schon! Nein! Das ist keine Holo? Nein! Oh no! Das tut mir leid. Shit. Es tut mir so leid. Und weißt du, was das Schlimmste noch ist?
Du hast noch ein Pack. Ich hab noch ein Pack und kann noch was richtig Geiles ziehen und euch richtig verhauen. Oh nein, Alter. Mach richtig. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ah, ich glaube, das riecht nach Revanche, oder? Ja, ja. Ja, mir kommen die Tränen, ey. So schlimm? Ja! Bitte, Beine wegzugeben. Oh. Kapels. Panzeron. Oder Panzeron heißt es, ne? Panzeron. Sag mal Panzeron, weil die jetzt im Anime damals immer so gesagt haben, so Panzeron! Und dann ist es durch die Gegend geflogen und dabei heißt es Panzeron. Ich weiß nicht, was der Sprecher damals genommen hat, aber wie es aussieht, kein E. Wir haben hier ein Mauzi, was ein paar Äpfel stützt. Panzeron! Ja, das haben die damals legit gesagt! Echt? Wenn ich... Das süße Panflam wieder. Das süße Pikachu. Oh, ich dachte gerade, das wäre ein Shiny, ne? Aber Taniel, ein Shiny gibt es nicht. Nee. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab nicht meine Holo gezogen. Ah, jetzt hat's an einem Reverse Rare gehangen. Ah, super close, ey. Aber wir wollen uns nicht beschweren an der Stelle, oder? Also wir haben trotzdem zwei Hits. Hast du zwei Hits, habe ich. Und eine Reverse Rare dazu. Definitiv. Das ist vollkommen okay. Wobei, also, ich bleib jetzt bei einem Hit stehen, leider. Du darfst dir nämlich jetzt noch eine aussuchen. Ah, sheesh. Ich glaube, die Luxray-Karte habe ich schon. Dann nehme ich das Markbrand. Alles entspannt. Ja, alles gut. Entspannt. Dann kriegst du das Markbrand. Ja, gut. Man muss ja auch gratulieren können. Herzlichen Glückwunsch zu der besseren Tinbox. Dankeschön, dankeschön. Leute, man will hier nicht den Tag von den Armen loben, ne? Beim nächsten Pack-Battle kann es sein, dass ich hier eine verdammte Rainbow Alola Volnona-Karte ziehe aus dem neuen Echo des Donners oder fast neuen Echo des Donners. Ist ja inzwischen schon wieder uralt durch Teams und drum. Uralt. Uralt, bestimmt schon 3 Monate. Ja, damals und dann, könnt ihr euch noch trennen, das ist fast Vintage. Ja, das ist fast Vintage. Ja, genau, ey. Also, wenn man jetzt schon ein Sonne-Mond-Display oder öffnet, dann kann man schon sagen Vintage Pack Opening. Mhm. Ja, ich würde sagen, Revanche ist auf jeden Fall angebracht wieder. Revanche ist am Start. Falls ihr mehr haben wollt, supportet auf jeden Fall das Format und auch natürlich auch die guten Card-Buddies. Lasst gerne Abo da, falls ihr noch nicht Abonnent seid. Ganz wichtig. Wäre super, super. Und ich bedanke mich erstmal für die Einladung. Ne? Danke, ja. Danke. Danke, dass du dabei warst. Auf jeden Fall hat uns sehr, sehr gefreut. Wie gesagt, auch danke von Dennis natürlich, der hier leider nicht an meiner Seite ist. Das ist ein bisschen sad. Aber, ich meine, wir können auch Spaß. Super. Beim nächsten Mal wieder. Und vor allem, Leute, freut euch drauf. Es kommen auch noch Videos, wo... Ich sag mal, ich will noch nicht so viel verraten. Also wir haben da auf jeden Fall was geplant, wo wir dann vielleicht zusammen vor einer Kamera mal auftreten werden. Definitiv. Mehr sei aber noch nicht gesagt. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Deswegen, wie gesagt, supportet auf jeden Fall auch Dario. Wenn ihr da noch nicht sowieso am Start seid, würde uns auch sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, Like immer abchecken. Alles, was in der Beschreibung verlinkt ist. eBay, Card Market, Instagram wäre sehr cool. Unseren Discord dürft ihr gerne abchecken. Und ja, ich würde einfach sagen... Sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, beim nächsten Battle. Bis dann! Es sei denn, du willst noch was sagen. Nee. Ciao. Ich bin durch.